Ja. Liebe Freundinnen und Freunde, ich möchte mich zunächst ganz herzlich für die Gelegenheit bedanken, auf der heutigen Montagsdemonstration gegen Stuttgart 21 sprechen zu können. Und ich möchte mich ganz herzlich bei euch allen bedanken, die ihr immer wieder montags und bei vielen anderen Gelegenheiten auf die Straße geht und euren Widerstand gegen dieses unsinnige Projekt Stuttgart 21 auf die Straße tragt. Ein Projekt, das unter Lug und Trug zustande gekommen ist und deswegen nie ein demokratisch legitimiertes Projekt sein kann. Stuttgart 21 ist nicht nur ein Projekt, das unter Lug und Trug zustande gekommen ist. Stuttgart 21 ist auch ein Exempel dafür, wie eine wild gewordene Exekutive immer wieder mit Bürgerinnen und Bürgern umgeht, die ihr Demonstrationsrecht, ihr Recht auf Versammlungsfreiheit in Anspruch nehmen, mit Bürgerinnen und Bürgern, für die Demokratie mehr ist, als alle 4 oder 5 Jahre ihr Kreuzchen in der Wahlkabine zu machen. Stuttgart 21 ist aber auch nicht nur ein Exempel für die immer wieder stattfindende Verselbstständigung der exekutiven Gewalt in unserem Staat. Stuttgart 21 ist auch ein Exempel für das Versagen der parlamentarischen und justiziellen Kontrolle der Exekutive. Es geht mir nicht darum, den guten Willen einzelner am Parlamentarischen Untersuchungsausschuss Beteiligter, einzelner in der Justiz Arbeitender in Abrede zu stellen. Ich glaube jedoch, dass wir es hier mit einem strukturellen Problem parlamentarischer und justizieller Kontrolle zu tun haben und dass wir sehr genau untersuchen müssen, damit sich solche Ereignisse wie am Schwarzen Donnerstag vor 4 Jahren nicht noch einmal wiederholen. Wie einige von euch vermutlich wissen, bin ich Nebenkläger im sogenannten Wasserwerferprozess. In einem Prozess, der gegen 2 Einsatzleiter geführt wird, denen der Vorwurf gemacht wird, nicht rechtzeitig eingegriffen zu haben, als es zu Verletzungen durch Wasserwerfereinsatz kam. Nach 3,5 Jahren komplizierter und intensiver Ermittlungen, so die Begründung, warum es 3,5 Jahre dauerte, bis es zur Prozesseröffnung kam, langt es also für die Staatsanwaltschaft Stuttgart nur zu einer Anklage wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen 2 mittlere Polizeibeamte in einem sogenannten Wasserwerferprozess. Da stellen sich uns allen doch gleich mehrere Fragen. Sind schwere Verletzungen fahrlässig entstanden? Wenn ein Wasserwerfer als Räumfahrzeug eingesetzt wird und mit 16 Bar Druck auf Beine, Körper und Köpfe geschossen wird, wenn das nicht Vorsatz ist, was ist dann Vorsatz? Sind die beiden Einsatzabschnittsleiter die wirklich letztendlich Verantwortlichen? Oder welche Verantwortung trägt der ehemalige Polizeipräsident Stumpf oder die ehemalige Landesregierung, Mappus, Gönner und andere? Und schließlich, was heißt hier Wasserwerferprozess? Wieso wird nur wegen des Einsatzes des Wasserwerfers ermittelt? Was ist mit all denen, die durch Schlagstöcke und exzessiven Einsatz von Pfefferspray verletzt wurden? Was ist mit den Kindern, mit den Minderjährigen, gegen die diese polizeilichen Gewaltmittel eingesetzt wurden? Was ist mit den zahllosen Verletzten, die sich nicht ins Basislager des Deutschen Roten Kreuzes durchgeschlagen haben und somit offiziell noch gar nicht als Verletzte zählen? Bis heute und auch unter der grün-roten Landesregierung hat niemand nach diesen Verletzten des Schwarzen Donnerstag gefragt. Wir haben es, das zeigen diese Fragen, beim Schwarzen Donnerstag mit einem Komplex zu tun, dessen Aufarbeitung noch am Anfang steht. Und vieles von dem, was wir mittlerweile wissen, wissen wir nicht durch die Ermittlungen der Stuttgarter Staatsanwaltschaft, sondern durch die Arbeit unserer Rechtsanwälte, durch den lobenswerten und wirklich
viele Arbeitsstunden ehrenamtlich in Anspruch nehmen, der Arbeit des AK Jura. Durch kritische Presseberichte, beispielhaft in der Kontext 21 und natürlich durch euch alle, die ihr Öffentlichkeit herstellt, indem ihr montags und zu anderen Gelegenheiten immer wieder auf die Straße geht. Herzlichen Dank an alle, die dieses tun. Herzlichen Dank an euch alle. Und ich appelliere an euch, aber ich weiß auch, ihr werdet diesen Widerstand weiter auf die Straße tragen, denn wir haben noch einen langen Weg vor uns, um zwei Dinge zu erreichen. Zum einen das Unsinnsprojekt Stuttgart 21 zu stoppen und zum anderen zu einer wirklichen Aufarbeitung und zu echten Konsequenzen aus dem schwarzen Donnerstag zu kommen. Dazu gehören für mich folgende Punkte. Die Bestrafung aller für den schwarzen Donnerstag Verantwortlichen, das heißt auch der politisch und in der polizeilichen Führungsspitze Verantwortlichen. Endlich die Einführung der Kennzeichnungspflicht für Polizisten bei Großeinsätzen. Lieber Innenminister Gall, das hat nichts mit Misstrauen gegen Polizeibeamte zu tun. Das ist vielmehr eine notwendige Voraussetzung, dass wir überhaupt wieder Vertrauen zu unserer Polizei gewinnen können. Ich fordere weiterhin die Einrichtung unabhängiger Ermittlungskommissionen bei Vorwürfen gegen Polizeigewalt, damit es nicht, wie es bislang ist, in 98% aller Fälle, wo es solche Vorwürfe gibt, nicht einmal bis zu einem Gerichtsverfahren kommt. Und schließlich appelliere ich an die grün-rote Landesregierung, auch wenn sie natürlich keine Verantwortung für die Ereignisse des Schwarzen Donnerstag trägt, aber dass sie in der jetzigen politischen Verantwortung die Konsequenzen zieht, indem sie seitens des Landes die Rechtswidrigkeit und Unverhältnismäßigkeit dieses Polizeieinsatzes anerkennt und alle Geschädigten entschädigt. Und ich bin mir sicher, wenn wir weiter zusammenhalten, kann es uns gelingen, das Unsinnsprojekt Stuttgart 21 zu verhindern und zu einer wirklichen Aufarbeitung der schrecklichen Ereignisse des Schwarzen Donnerstag zu kommen. Vielen Dank.